Heute möchte ich euch zeigen, wie schnell und toll man doch zum Valentinstag, zu einem Geburtstag, zu einem Jubiläum ein wunderschönes, einfaches Geschenk machen kann, wo wir ein ganzes Jahr was davon haben. Und zwar geht es darum, dass wir eine Herzdose dekorieren. Diese Dose ist aus Pappe, die kann man im Bastelladen besorgen. Die gibt es aber auch aus Sperrholz. Man könnte auch eine aus Blech nehmen. Man kann auch eine runde nehmen. Alles, was ihr findet, eignet sich dafür. Dazu brauchen wir erst eine Schablone für ein Herz. Dann nimmt man einfach eine Pappe, die man so hat. Das kann ruhig eine Verpackungspappe sein. Das knickt man sich in der Mitte. Dann kann man sich die Hälfte von einem Herz aufmalen. So, und das schneidet man jetzt aus. Und schon hat man ein Herz als Schablone. Danach brauchen wir einen Rest knallroten Stoff. Ich habe hier einen Samtstoff, man könnte aber auch Satin nehmen oder Taft. Und wenn es ganz schnell gehen soll, man hat nichts zu Hause, könnte man auch ein rotes Hemd, eine rote Bluse, ein rotes T-Shirt, alles, was man so hat, nehmen und zuschneiden. Das geht auch wieder ganz einfach. Wir nehmen den roten Stoff, legen das Herz drauf und schneiden das jetzt großzügig aus. Also mit Rand, einmal rundherum. Das Herz ist jetzt ausgeschnitten. Diese Pappe, die ich habe, soll jetzt mal den Karton oder die Box darstellen, die ihr habt. Entweder in rund oder in herzförmig, sechseckig. Was ihr habt, das ist ganz egal. Wir nehmen unsere Schablone von dem Herz, zeichnen das an. So, das macht ihr auf dem Deckel eurer Box. Jetzt nehmen wir unseren Kleber. Also ich habe einen Heißkleber. Ihr könnt das gerne mit einem Flüssigkleber machen. Das geht genauso. Und dann fangt ihr an und klebt das ein. Und zwar in Falten, weil wir es ja extra größer geschnitten haben. Das sieht dann sehr edel aus. So, einmal rundherum. Dann unten nochmal. Einmal Klebeband. So, wir legen die Spitze ein. So. Schön mit Falten. Das sieht richtig gut aus. So, ihr könnt dann auch nochmal nachkleben. So, schon ist unser Herz fertig. Geht ganz schnell. Und dann könnt ihr noch als Deko entweder einzelne Steine rundherum kleben. Oder eine Kordel, die ihr zu Hause habt, auch ein Geschenk dran. Das geht alles. Oder vom Weihnachtsbaum ein Dekoband. Ich habe hier Halbperlen. Die kann man so darum kleben. Einfach mit Heißkleber oder mit eurem Flüssigkleber entlang und genau hineingedrückt. Und das machen wir dann rundherum. So, was machen wir in die Dose? Und das ist die Idee dazu. Und zwar ist es eine Jahresdose. Und dann brauchen wir noch kleine Kärtchen, die da hineinkommen. Ich habe einfach mal ein pinkfarbenes Blatt Fotokarton. Das schneide ich mit einem Streifen. Wir brauchen 12 Teile. Ja, einfach so. Haben wir schon. Jetzt falten wir das wieder in die Mitte. Schneiden unser Herz aus. Wie verhindert jetzt die Schablone? Das wäre jetzt einfach. Wir können es aber auch als Doppelkarte machen. Das ist euch überlassen. Hier hätten wir eine, seht ihr, eine Klappkarte. Und dann fangen wir an und schneiden ein Herz aus. Ein Flügel vom Herz. Noch einer. Ja, und dann müssen wir auf der Seite ein Stückchen stehen lassen. So, und da hätten wir eine Herzklappkarte. Das liegt bei euch, was ihr machen wollt. Da machen wir 12 Stück von. Und dann schreiben wir hier draußen drauf die Monate. Januar, Februar, März, April,
machen wir 12 Stück. So, und dann schreiben wir auf diese Herzen. Vorab am besten eine Liste gemacht, was euch so alles einfällt, was eurem Schatz oder eurem Kind zur Kommunion gefallen würde. Und dann macht ihr euch eine Liste, dass ihr die auch für euch habt, denn das ist ganz peinlich. Man verschenkt die Box und weiß selber nicht mehr, oh, was habe ich für Januar, Februar, März, April vorgesehen und weiß es nicht mehr. Und ich habe jetzt einfach mal, weil wir in der Rhön wohnen, in der wunderschönen Rhön, uns nähere Ziele ausgedacht. Und das wäre ein romantisches Dinner in einer Burg für den Januar, Februar, Kinoabend mit Popcorn und Sekt. März, DVD-Abend, Abend vorm Kamin mit Leckereien, Eis, Torte, was euch so einfällt. April, Abend im Schwimmbad, das ist so ein Wellnessbad bei uns in den sieben Welten. Mai, romantisches Picknick am See, am Waldrand oder im Kornfeld, was euch so einfach einfällt. Juni wäre Käsebrot und Klosterbier auf dem Kreuzberg. Das ist was ganz Tolles bei uns. Im Juli schwimmen am Gurgelsee und Boot fahren, wenn man Lust hat. Im August Nacht des Poeten auf der Milseburg besuchen und erleben. Das ist ein großer Künstler und der spricht dann auf ganz tollen Sehenswürdigkeiten in der freien Natur. Da geht man mit dem Schlafsack hin und genießt so einen Abend. September, Radtour mit Freunden durch den Milseburg-Radtunnel zum Beispiel und dann anschließend in den Biergarten. Oktober, Theaterbesuch im Schlosstheater Fulda. November, Mittelalter-Weihnachtsmarktbesuch in Eisenach auf der Wartburg. Und Dezember, Rhön erleben im Winterwald mit Glühwein und wer weiß nicht alles. Und das schreiben wir alles auf diese Kärtchen. Jeden Monat tut es da hinein. Man kann auch noch eine Leckerei mit reintun, ob jetzt die Lieblingssüßigkeiten seines Liebsten, was euch so einfällt. Und wenn man diese Dose dann überreicht mit Geschenken für ein ganzes Jahr, ich denke, dann ist die Freude schon groß. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr findet die Idee auch toll. Tschüss!